Guten Abend. Jetzt nehmen wir mal an, die Basis gewinnt die Wahl 21 komplett. Und ab dann wird anders abgestimmt. Denn so wie es bisher gelaufen ist, das haut nicht hin, da ist keiner mit zufrieden und wir müssen es endlich besser machen. Und da, natürlich habe ich mich mit dem Ganzen beschäftigt und ich bin auf das Wort oder den Begriff systemisches Konsensieren gestoßen. Das Konsens, eine Übereinstimmung erzielen. Und ich habe mich dann mit dem systemischen Konsensieren auseinandergesetzt und die Basis erklärt es auch selbst. So richtig hat mir das allerdings nicht gefallen, also diese Erklärung, aber ich lese es trotzdem mal ganz kurz vor, wie es geht. Also es gibt ein bestimmtes Problem, eine bestimmte Gruppe, also die, die dann darüber abstimmen später, hat dieses Problem oder eine gemeinsame Aufgabe und entwickelt dann möglichst viele Lösungsvorschläge. Ne? In der Gruppe alles Lösungsvorschläge. Was sagst du? Und keiner bekämpften anderen, jeder sag erst mal, komm, erklär erst mal, also sag erst mal, was du willst. Das gibt vielleicht kurze Nachfragen, aha, verstanden. Aber es meckert keiner dran rum. Gut, bis dahin in Ordnung. So, und jetzt, statt dass wir sagen, wer ist denn für Karl oder Paul oder sonst jemanden, sagen wir nicht, wer ist für, sondern wer hat am wenigsten auszusetzen an einer Lösung. Das steht hier aber nicht so und so wird es auch nicht so richtig erklärt, aber trotzdem. Es wird also verkehrt rum abgestimmt, nach Widerstand sozusagen. Ich habe gar nichts dagegen, dann sage ich, nö, dann freue ich mich, gebe ich eine Null. Und wenn ich sage, also, was Paul gesagt hat, nee, absolut nicht, dann gebe ich eine 10. Ich bewerte also verkehrt rum sozusagen. Und hinterher, dann werden die Widerstandswerte addiert und dann wird geguckt und den geringsten, also wo der geringste Widerstand insgesamt in der Gruppe vorherrscht, das nehmen wir. Ja, ich mache es mal ein kleines bisschen anders. Ich habe natürlich mehrere Dinge angeschaut, lässt sich ganz einfach finden, werdet ihr dann sehen. Anhand eines Beispiels ist es nett erklärt, und zwar Rainer, Aaron, Xaver und der Volker, die wollen frei essen gehen. Und der Xaver, der mag meinetwegen Griechisch, der Volker Steirisch, der Rainer mag Chinesisch und ja, Aaron mag auch Griechisch. Und jetzt tragen die Punkte ein und sagen so, also ich möchte das. Ja, blöderweise, wenn wir dann hinterher alle zusammen essen gehen, sagen sich die vier, was machen wir jetzt? Einer ist dafür, einer dafür und zwei sind dafür. Na, dann gehen wir Griechisch essen. Fangen die an zu meckern. Mag ich überhaupt nicht, geht nicht. Machen wir es doch mal umgekehrt. Wir sagen, wer hat denn am wenigsten bei den Vorschlägen was auszusetzen? Und da sagen die meisten, okay, der Rainer wollte ja Chinesisch essen gehen, deswegen hat er nichts dagegen, sagen die meisten aber, bei Chinesisch, nee, wollen wir nicht hin. Rainer ärgert sich vielleicht ein bisschen, aber okay. Und bei Italienisch meckern die wenigsten. Also gehen sie alle zum Italiener. Naja gut, das ist was mit Geschmack. Was ist aber, wenn es dann mal hart auf hart geht, wenn mal wirklich lebenswichtige Dinge besprochen werden müssen? War meine Frage. Ich habe dann weitergeguckt. Also es wird dann gesagt, das sei angeblich deswegen so gut. Der Vorschlag mit dem geringsten Gruppenwiderstand erzeugt die geringste Unzufriedenheit in der Gruppe. Mag ja sein, wenn es ums Essen geht. Ne? Also da ist es ungefährlich. Der Vorschlag wird von allen gemeinsam am leichtesten angenommen. Ja, ne, ja, da gehen wir halt dahin. Ja, erzeugt das geringste Konfliktpotenzial. Die hauen sich hinterher nicht die Köpfe ein. Kommt daher als Problemlösung am ehesten in Frage. Und kommt dem Konsens, ne, der insgesamten Übereinstimmung, obwohl es gar keiner so richtig wollte, am nächsten. Naja, das neue Erfolgskriterium heißt also, wer Lösungen anbietet, die wenig Widerstand erregen, hat gute Erfolgschancen. Es ist also nicht mehr nötig, andere Vorschläge oder Meinungen zu bekämpfen. Ich habe das auch unter Quarks gefunden und da spricht MyLab, das hat mir insgesamt nicht geholfen. Im Prinzip wird da schon etwas hineingelegt und zwar, was wir am meisten ablehnen, das wollen wir gar nicht und das ist in diesem Fall die AfD. Wird nicht direkt so gesagt, kann man aber gut raushören. Wird auch nicht direkt so erklärt wie mit solchen schönen Beispielen hier. Hier kann man sich's ja noch vorstellen. Ne? So, auch eine sehr schöne Geschichte findet ihr auch. Gleich, wenn man systemisches Konsensieren eingibt, findet ihr auch von Lino Seddis ein schönes Beispiel, auch echt nett. Es geht darum, die Staatsmänner Putin, Merkel, May und Trump wollen essen gehen und überlegen sich, was essen wir. Der eine mag dies, der andere das und so weiter. Ja, hier geht's wieder ums Essen. Hier ist allerdings noch schön eine Nulllösung. Wir gehen gar nicht essen. Ja, und da ist in diesem Fall, sagt der Gute hier, naja, für Hamburger, was eigentlich Trump vorgeschlagen hatte,
gibt es am wenigsten Gemecker, also gehen sie Hamburger essen. Aber gar nicht essen kommt nicht in Frage, weil sie Hunger haben. Aber das lässt mich jetzt trotzdem nicht in Ruhe und jetzt sage ich mir, Moment mal, das war ja von der Basis hier, das wurde gar nicht so schön erklärt, meiner Meinung nach, hat aber Potenzial. Und jetzt bringe ich mal einen anderen Vorschlag, und zwar eine fiktive Geschichte. Was ist denn, wenn unter diesen Abstimmern Einstein dabei ist, also ein richtiges Genie? Es geht um Leben und Tod, scheinbar. Und was ist, wenn Einstein einen wirklich guten Vorschlag hat? Gucken wir uns das mal an. Wir nehmen mal das Beispiel, es gäbe eine Mückenseuche. Ganz gefährliche Mücken, wie verrückt, und ne, wird ja auch ab und zu mal erzählt, die sollen schon AIDS übertragen haben und so weiter und so fort. Aber darum geht es jetzt nicht, sondern die Mücken übertragen eine Seuche, da fallen alle Menschen tot um. Und das ist richtig gefährlich, also lebensgefährlich und ganz schwerer Verlauf. Also wer von dieser Mücke gestochen wird, Gottes Willen. Jetzt gibt's verschiedene Menschen, ich nenne die mal Kalle, Lisa, Saskia, Maria und Wolfgang Einstein, oder wir hätten auch Sucharit Edison nehmen können oder Bodo Nobel oder sowas. Also Leute, die wirklich sich damit ausreichend gut beschäftigt haben und die auch nicht dumm sind, nicht verblödet sind. Ich will nicht sagen, dass Kalle, Lisa, Saskia und Maria blöde sind. Darum geht's nicht. So, jetzt hat Kalle zum Beispiel, deswegen hat er auch am wenigsten dagegen zu sagen, weil es ja sein Vorschlag ist, diesen Vorschlag. Alle Menschen müssen ein Gegengift schlucken gegen die Krankheit, die von den Mücken angeblich verbreitet wird. Ja, Lisa hat diesen Vorschlag. Alle Menschen bleiben zeitweise mal zu Hause und schließen sich ein. Oder Saskia macht den Vorschlag, alle Menschen gehen überall mit Brille und Staubmaske durch die Gegend. Überall, also auch zu Hause und im Auto und sowieso in öffentlichen Verkehrsmitteln und in öffentlichen Gebäuden und so weiter und so fort. Dann kommt noch Maria mit ihrem Vorschlag, alle Menschen gehen überall mit solchen Overall, also richtig Ganzkörperanzug und Gasmaske durch die Gegend. Und dann werden sie absolut nicht von den Mücken angegriffen. Okay. Dementsprechend hat Maria hier keinen Einwand dagegen, aber sie findet das nicht so ausreichend, nur mit Brille und Staubmaske. Deswegen sagt sie, naja, aber immerhin. Aber ich bin mit einer 4 dagegen. Ich bin auch gar nicht dagegen, dass sich alle Menschen einschließen, und ich bin überhaupt nicht gegen das Gift, gegen das Gegengift. Ne? Genauso wie Saskia, ne, die sagt, also eine Brille und eine Staubmaske reichen. Die findet das vielleicht ein bisschen dolle, gleich mit einem Ganzkörperanzug, aber so viel hat sie nicht dagegen. Und alle Menschen bleiben zeitweise zu Hause. Ja, es ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie hat auch nicht viel dagegen. Und sie hat auch nichts dagegen, wenn alle Menschen ein Gegengift schlucken sollten. Genauso hat Lisa, die ja gesagt hat, zu Hause einschließen reicht, nichts gegen das Gegengift und auch nichts gegen die anderen Maßnahmen. Das mit dem solchen Overall findet sie ein bisschen übertrieben, deswegen gibt es 6 Gegenpunkte. Nicht vergessen, wir geben ja immer Gegenpunkte bei diesem neuen Abstimmungsverfahren. Und hier geht es ja um was. Ne? So, und Kalle, der ja gesagt hat, ein Gegengift schluckt, dann können wir uns den ganzen anderen Quatsch sparen. Der findet einen Overall komplett übertrieben, aber er findet es nicht ganz so schlimm. Also deswegen gibt er nicht volle 10 Gegenpunkte. Aber nichts tun, da geben die anderen alle Gegenpunkte, fast volle 10, bis auf Saskia vielleicht. Nehmen wir es mal an. Und Wolfgang Einstein, der gibt allerdings für nichts tun, das ist nämlich sein Vorschlag, keine Gegenpunkte, logisch. Jetzt war das ja so, hinterher zählen wir die Gegenstimmen aus und gucken mal, summieren mal auf, was kommt dabei raus. Bei den Gegenstimmen haben wir 39 für nichts tun. Also die meisten Gegenstimmen, ne, nichts tun, das fällt aus. Das geht überhaupt nicht. Obwohl Wolfgang Einstein es vorgeschlagen hat, als einziger. Ja, aber die wissen ja nicht, dass Wolfgang Einstein was drauf hat, die anderen. So, zu den anderen Maßnahmen. Also da gibt es weniger Gegenstimmen und auch zum Gegengiftschlucken gibt es kaum Gegenstimmen. Jetzt frage ich also, was machen wir? Naja, auf jeden Fall werden wir ein Gegengift schlucken, aber nichts tun. Von wegen, bisher ist nichts passiert, sagt ja Einstein. Herrgott nochmal, natürlich gibt es die CC-Fliege, die die Schlafkrankheit verbreitet, und es gibt Malaria und so weiter und so fort. Aber wir sind immer damit klargekommen. Also das geht nicht. So, was machen wir jetzt mit so einem, in diesem Fall mit solchen Vorschlägen? Was ist, wenn wirklich Vorschläge auf diese Art, wie es die Basis dann erklärt, die aber nicht bloß ums Essen sich drehen, aber wenn es darum geht, wirklich extreme Dinge
abzustimmen. Was machen wir dann mit diesem Vorstellungssystem? Ich bin auf eure Ideen gespannt, schreibt's rein, aber bitte bleibt beim Thema. Ich habe es beim letzten Mal schon wieder, da wird nur rumgemeckert oder irgendwelches. Und ich kann auch nicht ab, wenn einer schreibt, also wir könnten A, aber genauso B oder C oder D oder F oder vielleicht gar Z nehmen. Ich weiß es selbst nicht. Ja, wenn ihr es nicht wisst, dann schreibt nicht. Also, konstruktive Ideen. Wie soll denn das neue Wahlsystem werden? Haut das hin, was die Basis vorschlägt. Also dieses systemische Konsensieren. Ist das die Lösung? Aber nicht bloß, ist das die Lösung, sondern habt ihr eine bessere? Oder seht ihr noch weitere Gefahren oder Vorteile? Vielleicht habe ich mich ja komplett verhauen mit meiner Darstellungsweise. Darum geht's. Also in diesem Fall können wir was für die Zukunft tun und deswegen sage ich auch, macht was. Macht mit. Lasst uns überlegen, wie wir es besser machen. Na dann, alle guten Wünsche. Haut rein, einen schönen Abend und wie gesagt, macht was, aber macht's gut. Tschüss.